Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sollen ein Schiff finden. Wir sind in Schottland. Mal gucken, wo wir das Schiff finden. Captain Klein meint, die Fährleute seien gar schlecht bezahlt. Darum hätten sie sich gelegentlich einen Schluck der Ladung genehmigt. Aha. Das geht natürlich gar nicht. Nein, nein, nein. Wenn schon, sollen sie sich wie anständige Leute betrinken. Im behaglichen Innern eines guten Pubs. Okay, dafür müssen wir das Pub beliefern. Wir schauen mal, wo das ist. Aha, hier. Oh, klein, aber fein. Süß. Ja, da würde ich auch noch reingehen. Sieht doch nett aus. Sehr einladend. Okay, ihr braucht Alkohol. Das ist nachvollziehbar. Besser, wie wenn sich die Schiffsleute da was genehmigen. Ja, Alkohol. Transportieren wir das jetzt schon mit dem Schiff? Haben wir hier was drauf? Nee, die haben das wieder gemopst. Also eigentlich die Linie haben wir ja schon. Jetzt bräuchten wir von hier das zum Pub düsen. Moment, wo war es hier hinten? Wenn ich hier schnell... Ja, das bringt natürlich nichts. Wir brauchen ein Lastwagenteil. Also, wir installieren ein Lastwagenteil. Das wäre das hier. Gleich mal hier daneben. Dann müsste das ungefähr hinhauen. Neue Linie von hier zum Hafen runter. Wäre dann hier hin. Und dann ist das hier Aluhol fürs Pub. Also, machen wir einfach Pub. Alkohol. Ich habe mal ausnahmsweise tatsächlich Alkohol richtig. Einfach, ja, damit wir das auch mal haben. Nicht nur Aluhol. So, wir brauchen ein Fahrzeug. Haben wir kein Depot? Er suchte und er fand nichts. Das ist eine Werft. Da haben wir ein Depot. Okay, schnappen wir uns. Fahrzeug kaufen. Wer von euch ist zuständig für Alkohol? Wir haben sowieso nur eins und Teil. Ja, machen wir mal. Ja, eins reicht, weil das Schiff ist eh wieder ewig unterwegs. Das kennen wir. Rauszoomen. Pub Alkohol. Funktioniert. Jetzt müsste nur das Schiff hier auch tatsächlich noch Alkohol transportieren. Wir machen mal den hier. Einmal drehen den ganzen Spaß und vielleicht noch ein weiteres. Ja, also Alkohol liegt hier. Sechs Stück. Sollen wir noch ein weiteres Schiff nehmen? Ich würde sagen, ja. Das können wir uns, glaube ich, leisten. 42 Millionen. Das Schiff kostet 800.000. Ja, ja. Nehmen wir. Dankeschön. So, jetzt ist halt Schiff 1 auf der Linie Schiff 2. Aber das ist, sage ich mal, auch kein Problem. Gut, wie sieht es hier aus? Da stapeln sich immer noch die Sachen. Wir haben hier extra eine Brücke gemacht, damit die nicht noch warten müssen. Und trotzdem reicht es nicht. Also, machen wir hier nochmal. Ja, machen wir mal drei Stück. Zack, okay. Hier hinten wird es... Ja, ich wollte gerade sagen, da hinten wird es auch nicht anders aussehen. Es sieht auch hier nicht anders aus. Wo haben wir die Leute, die Stahl transportieren? Ja, das sind die Erzkollegen. Da gucke ich erstmal hier hinten. Erze, jawohl, da brauchen wir auch Nachschub. Einmal mehr. Machen wir mal 1, 2, 3. Zack, nochmal 3 dazu. Und jetzt eben wegen Erz. Das wäre jetzt Zufall, wenn ich hier die richtige Linie erwische. Das machen wir anders. Wir schauen hier mal kurz. Dann das Auge. Und dann müssen wir hier irgendwo... Was tatsächlich denn? Stahl meine ich. Also ganz langsam. Hier haben wir zu viel Stahl. Stahl muss weg. Das wäre diese Linie. Gut. Geht nach Glasgow rein. Fahrzeuge verwalten. Auch hier gerne nochmal. Zack, diesen. Und einmal klonen. Und perfekt. Dann haben wir hier auch ein paar mehr. Und jetzt müssen wir mal in die Richtung da hinten noch bauen, würde ich vorschlagen. Wenn wir das können. Das können wir eben interessanterweise nicht. Weil in den Kommentaren stand, du musst auch nach hinten bauen. Sonst hast du einfach mehr Terminals. Das ist mir soweit klar. Das Problem ist, ihr seht, nach hinten bauen geht nicht. Doch, geht. Moment. Ach, okay, da muss ich das so ansetzen. Ach, Herr Heisenberg. Ja, was Sie nicht noch alles lernen hier. Okay, gut. Ausgebaut hätten wir. Machen wir das sogar noch ein bisschen größer. So, jetzt müsste das doch eigentlich hier, ja, auch so sein, dass wir alles bekommen, was wir bekommen. Dass eben nicht ein Teil verloren geht, weil das zu klein ist. Gut, hier haben wir im Prinzip das gleiche Problem. Mal gucken. Ja, da kann ich auch anbauen. Zack, passt. Okay. Und ansonsten lassen wir das mal. Wir müssen uns hier um Kollege Alkohol kümmern. Whisky liefern. In das Gewerbegebiet. Jawohl, das haben wir ja auch noch. Das haben wir aber auch schon angeleiert. Jetzt müssen wir Whisky hierhin liefern ins Gewerbegebiet und hierhin. Okay, mit zwei Schiffchen. Ja, die haben wir. Wenn wir hier gucken, 14 Mal liegt hier. Die brauchen eigentlich keinen Rohstoff hier. Das heißt, wir können hier wieder schneller stellen. Und dann würde ich sagen, wir kaufen uns sogar noch ein drittes Schiff. Die sind gerade halbwegs schön verteilt hier. Jawohl. Zack, Schiff 1 können wir jederzeit wieder verkaufen, falls wir nicht mehr so viel Alkohol brauchen.
Im Moment brauchen wir den Alkohol, also müssen wir uns den da hinten holen. Und das funktioniert halt mit den Schiffen. Könnte man... Haben wir die Eisenbahn? Doch, mit der Eisenbahn ging es auch. Aber eben, das... Ui, das würde was kosten. Hier überall Brücken bauen? Nee, nee, das ist mit dem Schiff definitiv besser. Aufgehoben, würde ich mal sagen. Gut, können wir sonst noch was optimieren? Wir haben halt... Wenn ich hier schnell gucke, keine neuen Fahrzeuge. Wir haben eine neue Lok noch bekommen. Ja, nee, da haben wir nichts. Gut, wie sieht es hier aus beim Bus? 13. Hier stehen ein paar mehr, definitiv. Ja gut, dann gibt es hier nochmal... Glasgow Bus, Fahrzeug verwalten. Machen wir auch nochmal 3. Zack, und so kommen wir hier nach und nach natürlich dann näher an die optimale Lösung. Hier 17, das kann man lassen. Das ist hier unser Zug, genau. Wie ist der besetzt? Mhm. Fahrzeug verwalten. Ich werde jetzt die Lok, glaube ich, nicht wechseln. Ich werde hier aber nochmal kurz... Das ist hier. Ja, wir haben immer noch nur die. Zwei Wagen dazu. Und dann haben wir ein bisschen eine bessere Kapazität. Hier hinten stehen 14. Ja gut, das müsste ungefähr etwa passen, denke ich. Aber wir können, glaube ich, auch hier in Fort William nochmal kurz wegen den Bussen gucken. Ja. Machen wir mal 2 dazu. Dann haben wir 5. Gut, passt. Ja, mir gefällt die Map. Dieses Zerfurchte, das ist irgendwie völlig cool. Da könnte man wirklich relativ viel machen. So wirklich mit Schiffen überall und so weiter. Ja, hast du jetzt Aluhol dabei? Jawohl, 18 von 35. So, wenn ich immer Aluhol sage, das habe ich mal erklärt. Das ist Asterix und Obelix. Da hat der gute Obelix, als er mal ein bisschen viel getrunken hat, immer von Aluhol geredet. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt, keine Ahnung. So, Glasgow LKW 8, Pappalkohol 11. Da haben wir sogar eine Überlastung. Weil die Station überlastet ist. Okay, Moment, wenn da was verloren geht, müssen wir das eben auch nochmal so machen. Dass wir hier nochmal anbauen. Zack, okay, in die Richtung gerne auch. Beziehungsweise jetzt haben wir mehr Terminals gemacht. Ja, irgendwann schnalle ich es dann auch noch. So, das müsste reichen von der Größe her. Das kostet ja zum Glück auch nicht viel. Also jetzt sollte nichts verloren gehen. Da kommt das nächste Schiff. Jawohl, dann haben wir das geschafft. In ganz Glasgow gut geölt. Doch auf nüchternen Magen macht das Wasser des Lebens die Leute alles andere als lebendig. Da muss eine solide Grundlage in Form fester Nahrung. Ja, das ist wohl wahr. Gerade ist ein neuartiges Gericht in aller Munde. Frittierter Fisch mit frittierten Kartoffeln. Hm? Welch kulinarischer Genuss. Durchaus. Verhilft diesem Wunderwerk britischer Kochkunst zum Siegeszug. Deine Dienstleistungen werden die Mäuler der Stadt stopfen und den Fischereibetrieben am Atlantik einen Rekordumsatz verschaffen. Baue einen Güterbahnhof bei der Fischerei und schließe diesen mit Gleisen an Glasgow an. Das machen wir gern. Okay. Haben wir hier schon ein Gleis? Wir haben. Das heißt, hier kommt noch ein Güterzug drauf. Das würde heißen, wir müssten hier irgendwie an der Stadt vorbeikommen. Das kann sein, dass wir hier die eine oder andere Fabrik opfern müssen. Oder hier das eine oder andere Häuschen. Ich mache das gleich mal, bevor sie hier noch mehr bauen. Wenn wir hier rausgehen, das ist natürlich jetzt noch eingleisig. Das müssen wir auch zweigleisig machen. Zumindest stellenweise. Ich würde nicht gerade im Tunnel damit anfangen. Also ich fange mal vorne an. Sprich, wir machen das jetzt zweigleisig. Das, was wir können, was Sinn macht. Also wir haben mal das hier. Signale folgen. Und hier brauchen wir dann noch ein Güterdingens. Ein Güterdingens vor allem. Konfigurieren. Plattform Güter. Ja, machen wir hier hin. Zack, zack. Ein Gleis dazu. So, und dann haben wir das schon. Gehen wieder raus. Schnappen uns hier ein normales Gleis. Und hängen das mal dort rein. Oder wir machen es anders. Können wir das hier nochmal zweigleisig haben? Weil sonst ist mir die Strecke dann zu wenig zweigleisig. Ich guck mal. Wenn wir das hier rüberziehen. Jawohl, das funktioniert. Machen wir das. Gehen wir hier mal raus. So, diesen hier. Ich kann hier eigentlich zurück. Wir müssen hier nicht mehr volle Pulle im Prinzip das Ganze haben. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist natürlich die Seite genau die falsche. Das ist aber egal, weil das wird hier einfach eingleisig. Und hier hat man dann die Möglichkeit, in sein Gleis reinzudüsen. Okay, das müsste im Groben passen. Es sind ja nur 2 Züge, da müssen wir nicht übertreiben. Hier hinten auch nochmal kurz zweigleisig. Das sind ja auch keine langen Züge. So, bis hier hin, wenn ich jetzt Glück habe.
Nee, geht genau nicht. Ah. Das lohnt sich auch nicht. Irgendwie, das ist... Nee, ach, das lassen wir. Das ist viel zu kurz, das Stück, selbst für diese kurzen Züge. Aber was wir jetzt hier noch müssen, ist, dass wir hier rausgehen. So, irgendwie so, nach hier hinten. Und jetzt gucken, dass wir hier nicht allzu viel demolieren. Wenn wir hier lang gehen, dann müssen wir mitten durch die Stadt durch. Das möchte ich tatsächlich nicht. Ja, machen wir es mal so. Dann kommen die Dinger hier weg. Die Dinger, die Fabriken sind das. Die Dinger kommen hier weg. So, nach hier hinten. Wo haben wir die Fabrik? Hier unten. Bauen das mal bis, sagen wir mal, bis hier hin. Dann kommt hier natürlich ein Güterbahnhof hin. Ein Gleis reicht, 140 Meter reichen auch. Zack, jetzt kann ich das nochmal kappen, weil ich hier schon vom Schiff sozusagen aussehe, dass das nicht funktioniert. Gleis mit Kurve. Ja. Zack, haben wir. Die Fische draußen im Atlantik springen freudig ganz von selbst in die Netze. Und dank der Eisenbahn ist die Ware sogar noch frisch, wenn sie in der Stadt ankommt. Ja, bestens. Haben wir. 25 Fisch müssen wir noch liefern. Das werden wir natürlich auch machen. Dafür haben wir die Strecke gebaut. Das wäre schade, wenn wir die gebaut hätten und wir brauchen sie gar nicht oder wir nutzen sie nicht. Das ist nicht die Idee. Also, machen wir hier noch ohne Rücksicht auf die Straßen. So, hier noch ein Block. Okay, dann haben wir das eigentlich angeleiert. Jetzt brauchen wir eine neue Linie. Und den Zug brauchen wir dann natürlich auch noch. Das wäre von zack da hinten nach Glasgow in den Güterbahnhof rein. Da sieht man, das funktioniert schon. Das ist dann Fisch. Glasgow. Passt das? Doch, das müsste ungefähr hinhauen. Bestens. Ein Depot haben wir eigentlich auch. Und zwar so, dass wir sogar in unser Gleis... Nee, genau nicht. Da muss ich nochmal kurz korrigieren. Korrigierend eingreifen. So, jetzt kommen wir da in unser Gleis rein. Passt. Fahrzeug kaufen. Dampf. Es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wir würden plus minus nochmal die gleiche Lok nehmen. Ganz einfach, damit wir nicht unterschiedliche Tempi haben. War das die hier? Ich glaube, ja. Ich gucke mal, bevor ich die kaufe. Ja, die ist es. Okay, die ist es. Moment. Fahrzeug kaufen. Jawohl, die hier. Ich habe es jetzt an der Farbe festgemacht. Dann Cargo. Das hätte man sogar mit dem Zug noch machen können, dass man hier einen kombinierten Zug macht. Ich mache es jetzt aber so. Wer transportiert hier Fisch? Er. 50 Fisch oder wie viel brauchen wir? 25. Können wir natürlich trotzdem dann weiterlaufen lassen. Ich mache mal Kapazität 12. Okay, das ist dann doch eher bedenklich. Die können gerade mal 4 Fischchen transportieren. Echt jetzt? Ah, die hat aber Power. Okay, tja, machen wir mal nochmal ein. Ein mysteriöser Steinkreis wird dich in die Vergangenheit befördern. Wo du dem ebenso mutigen wie leidenschaftlichen James Fraser helfen kannst, die entscheidende Schlacht von Culloden gegen die englischen Rotröcke zu gewinnen und damit Geschichte zu schreiben. War James Fraser? Ich weiß, das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber die Onedin-Linie, sagt euch das was? Eventuell, sonst vielleicht mal googeln. Das war so eine Serie in den 70er Jahren. Da ging es genau um so britische Schiffbauer-Fahrermacher-Tun. Und da hieß doch der Gegenspieler des... des Hauptdarstellers, der hieß doch James Fraser, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber egal, das ist was anderes. So, hier unser Fischkutter. Fischzug ist unterwegs, das müsste funktionieren. Die Steine geben ihr Geheimnis nicht allen Preis. Beweise, dass du ihres Wunders würdig bist. Wie dies zu bewerkstelligen ist, das steht in den Sternen. Okay, modifiziere die Linie der Kutsche und lass sie die geheime Form abfahren. Die Lösung steht wirklich in den Sternen. Oh, das ist wieder was, wo wir rätseln müssen. Was wir natürlich noch brauchen hier, das sind LKWs. Wir müssen die Fische ja auch noch in die Stadt reinbringen. Wir gucken mal schnell. Wo möchtet ihr die Fischchen haben? Im Prinzip in diesem Bereich hier oben. Haben wir hier schon einen LKW-Port? Ja, hier. Ja, da decken wir eigentlich alles ab. Also, neue Linie. Von, jetzt haben wir hier oben noch keinen LKW-Port. Moment, das bringt so natürlich nicht viel. LKW. Jawohl. Muss nicht riesig sein. Das reicht eigentlich in der Größe. Da ist noch eine Bushaltestelle im Weg. Krümmung zu groß. Ach. So, jetzt können wir die neue Linie machen. Von zack hier. Gerne. Was haben wir gesagt? Hier rauf. Okay, das ist dann unser Fischding. Sprich Glasgow. LKW. Fisch. Zack, haben wir.
Depot haben wir immer noch da hinten irgendwo. Oh, jetzt wird es hier aber langsam eng. Da kommen wir nicht durch. Wisst ihr was? Wir haben noch 37 Millionen. Ich würde sagen, wir gönnen uns hier ein eigenes Depot. Weil jetzt haben wir doch ein paar Mal da hinten die Sachen gekauft. Nein, nicht Zug, sondern das hier. Jetzt können wir auch mal ein eigenes Depot haben. Das stellen wir mal irgendwie hier oben hin. Da stört es keinen. So, Fahrzeug kaufen. Fisch. Moment, Cargo wäre eine Idee. Jawohl, da haben wir Fisch. Da machen wir mal zwei. Kaufen. Fisch. Da. Zack, haben wir. So, jetzt haben wir die Linie nämlich fertig. Und jetzt hier nochmal gucken. 39 Leute warten hier. Je nachdem könnte man hier dann bald schon einen zweiten Zug machen. Bist du der Fischkollege? Nein. 48 Leute haben Platz. Und hier haben wir 40. Ja gut, dann können wir aber noch warten. Können wir das lassen. Zum Wohl. Slensche, wie sie hierzulande sagen. Müssen wir noch OK drücken. Fisch liefern ist in Arbeit. Und das Steinrätsel lösen. Jetzt wird es interessant. Mal hier hindüsen. Aha, da haben wir doch diesen Kreisel. Das habe ich ja noch gesagt. Der wird mit Sicherheit irgendwann eine Rolle spielen. Modifiziere die Linie der Kutsche und lasse sie die geheime Form abfahren. Und die Lösung liegt in Sternen. Die Lösung steht wirklich in den Sternen. Ich kann nicht gegen den Himmel gucken. Das wird schon mal schwierig. Oh, Moment. Ich möchte nicht ablenken, aber wenn ich hier sehe... Na ja, gut, die Schiffe haben eine Kapazität. Ja, ja, nee, das reicht dicke. Liegt in den Sternen. Ja gut, dann soll es wohl irgendwie ein Stern sein. Oder wie sehe ich das? Wir machen mal eine Linie. Beziehungsweise kann ich dich anklicken und sehe eine Linie. Ja, tatsächlich. Okay. Das ist das, was wir haben. Und jetzt sollen wir die Linie modifizieren. Okay, er fährt. Was fährt er denn? Von der 1 zur 2 zur 3 zur 4? Er fährt einfach außen rum. Ja, und jetzt? Das ist im Prinzip eine Sonne, das ist ein Stern. Aber was macht denn jetzt hin? Von wo nach wo? Das fragte sich jetzt gerade der Herr Heisenberg. Ja, das Ganze mal umdrehen. Die Lösung steht natürlich in den Sternen. Also das wäre wohl tatsächlich etwas, ja, was man in den Sternen finden würde. Wir haben hier noch keine Sterne am Himmel, wir haben Wolken. Also das bringt uns nichts. Finden wir sonst irgendwo einen Hinweis? Haben wir irgendwo eine Bar, die Stern heißt oder so? Wahrscheinlich nicht. Oder hier in den Bergen irgendwas? Weil da jetzt einfach so auf gut Glück irgendwie rumbasteln, ich weiß auch nicht. Vielleicht aus lauter Blödheit finde ich dann noch die Lösung. Ich hätte aber gerne eine Lösung, die irgendwie in irgendeinem Maße Sinn macht. Und jetzt einfach mal so rumdoktern. Weiß auch nicht. Sollen wir die Linie mal umdrehen? Wir drehen mal... Nee, das bringt nichts, wenn ich das Teil hier einfach drehe. Ich mach's mal. Ja, was soll das bringen? Aber in welcher Reihenfolge wäre das denn sinniger? Die Lösung steht wirklich in den Sternen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir hier irgendwo sowas Sterniges? Was Sternähnliches, was ich gerade nicht sehe? Dass dort die Lösung wäre. Wir düsen mal so ein bisschen rüber. Jo. Nö. Okay. Ich glaube, ich widme mich gleich wieder eher den Fischen. Da haben wir, glaube ich, mehr Erfolg. Da liegen nur drei Stück. Schade. Ja. Machen wir mal nochmal von vorn. Also, Steinkraft. Die Steine geben ihr Geheimnis nicht alleine preis. Beweise, dass du ihres Wunders würdig bist. Bin ich offensichtlich nicht. Wie dies zu bewerkstelligen ist, das steht in den Sternen. Modifiziere die Linie der Kutsche und lasse sie die geheime Form abfahren. Also, immer muss eine geheime Form sein. Wenn wir das mal so ansehen hier. Ich meine, jetzt wären wir ein Stern. Also von daher... Ja, was sie sich dabei gedacht haben, ich frage mich gerade tatsächlich... Nee, aber das sind alles... Das ist kein Stern. Also daraus kann ich jetzt nichts lesen, von wegen... Ja, mach's so oder mach's so. Hier hinten ist auch nichts. Nee, ich suche wahrscheinlich völlig am falschen Ort. Aber wo soll ich denn sonst suchen? Weil wir haben keinen Zugriff auf die Sterne. Wenn wir das einfach mal wild durcheinander mischeln. Die Lösung steht wirklich in den Sternen. Oh. Ich kann mir nicht helfen. Ich komme nicht drauf,
was ich hier tun soll. Wir schnappen uns mal die Linie. Linie verwalten. Und dann, ja, mischen wir das mal ein bisschen durcheinander. Wir drehen es mal um. Das würde heißen, die... Ach so, Moment, das ist ja gar nicht so, sondern doch. Es ist schon so, von der 1 zur 2, 3, 4, 5. Okay. Kann ich das hier irgendwie verschieben? Ich kann es löschen. Ne, falsch. Die 1, 2, 3, 4, die 5 bräuchten wir. Da oben. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre mal die normale Reihenfolge. Aber das sieht auch nicht so aus, als wäre das gewünscht. Okay, was können wir sonst noch machen? Wir können alles mal löschen und einfach mal durchtesten. Aber ich denke, eben, irgendwo müsste es eine Lösung haben, die ich nicht sehe. Und dann ist es im Prinzip doof, wenn ich das jetzt hier einfach durchteste, weil da gibt es natürlich dann doch ein paar verschiedene Möglichkeiten. Das kann man ausrechnen, wie viele. Ich tippe auf ein paar hundert, wenn nicht noch mehr. Bei 5 Zahlen. Ich mache jetzt doch einfach mal. Moment. Okay, 3, 4, 5, 2, 1. Scheint auch nicht gefragt zu sein. Ja gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, ich schlafe mal nochmal eine Nacht drüber. Irgendwie werden wir das schon rauskriegen. Ich bin gespannt, was das, ja, was das Rätsels Lösung ist. Das muss ich tatsächlich gestehen. Ich kenne mich halt mit Steinkreisen nicht aus. Aber, tja, das werden wir trotzdem irgendwie lösen. Ich danke euch fürs Zusehen. Dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt's hoffentlich das Rätsels Lösung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.